Sag nichts. Diesmal war es Charleston. Oder vielleicht sogar das White Spring? Hey, je, warte eine Minute. Ich sitze noch am letzten Bericht. Soll das ein Witz sein? Sind die an den Killerrobotern vorbeigekommen? Das ist ein... Moment. Das ist ein Scherz, oder? Die Supermutanten haben längst nicht nur Fort Atlas attackiert. Selbst aus Foundation treffen Berichte ein. Warte. Wenn du noch nichts weißt, wissen Ritter und Paladin es vielleicht auch nicht. Hier treffen so viele Berichte ein, dass... Wie auch immer, du solltest ihnen sofort Bescheid geben. Ich weiß es nicht so genau. In Appalachia gab es immer schon Supermutanten. Seit dem Angriff auf Fort Atlas sind es mehr geworden. Inzwischen bitten alle möglichen Leute die Bruderschaft um Hilfe. Wir müssen was unternehmen. Sollte nicht nötig sein. Foundation hat die Lage unter Kontrolle. Sie helfen allen, so gut sie können. Sie kamen gerade, um uns zu berichten. Oh, eine Sache noch. Laut Foundation gab es Angriffe in der Umgebung. Sie meinen, die Mutanten kommen aus diesen Höhlen. Wie heißen die noch? Unholdhöhlen? Löcher? Unheimliche Höhlen? Unheimliche Höhlen. Unheimliche genau. Höhlen? Danke ja, klar. Für die Hilfe. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Irgendwelche Neuigkeiten? Victoria. Wir können nicht. Ramani und ich haben gerade den Patrouillenplan besprochen. Gibt es irgendwas zu melden? Das ist wichtiger als jede Patrouille. Wir reden hier von Menschenleben. Was brauchst du, Anwärter? Dass man sich vielleicht nicht mehr Anwärter nennt, dass ich vielleicht jetzt schon Fortwärter oder so bin. Oder B-Wärter. Siehst du? Wir haben bereits Zeit mit Däumchen drehen verschwendet. Der guckt, ey. Hätte nicht schon gedacht, diese Augenbrauen schon, das sieht so. Wir dürfen die Mutanten Art Victoria? Lassen. Ich werde einen Trupp anführen, um herauszufinden, woher sie kommen. Und wo willst ganz schön großes Sackschutz hat er. Zeit mit einer sinnlosen Jagd zu verbringen, wird dazu führen, dass zahllose Höfe ungeschützt vor den Mutanten. Er muss aber irgendwas mit kompensieren, oder? Dann ist das unser Ziel. Du teilst unsere Kräfte auf, Shin. Wolltest du das nicht eigentlich verhindern? Solange die restlichen Anwärter hier bleiben, ist Fort Atlas gut geschützt. Für Konflikte braucht es immer zwei, Ramani. Du wirst von nun an Kompromisse eingehen müssen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Du musst die Anwärter Norland und Houston für diese Mission einweisen. Und du kommst auch mit. Das ist eine gute Gelegenheit, Ramanis Liebling zu zeigen, wie es gemacht wird. Nein, aber wenn diese alberne Mission nötig ist, eine Meuterei zu verhindern, dann sei es... Moin, moin! Genau, ich soll einfach Moin oder Tag sagen. Moin, moin! Oder Moinzen! Vielleicht können wir Ressourcen entdecken, Hallöchen! Dass Shin einen Aufstand anzettelt. Hallöchen, Puppöchen! Die Tabellen sehe ich mir an, wenn ich zurück bin. Das sollte klar sein, aber mach dich auf Mutanten gefasst. Wir wissen nicht, wie viele es sein werden oder ob die Art, die wir gesehen haben, die einzige ist. Ich werde gerade ein bisschen müde, ey. Müssen wir uns ich überlegen, ob ich mich nochmal 2-3 Stunden hinlege. Das wird ihm gefallen. Sie müssten hier in Fort Atlas sein. Halt die Einleitung kurz. Wir müssen so schnell wie möglich in die Höhlen. Überall Roboter, aber nur Standardmodelle. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr zu entdecken. Ad Victoriam, Anwärter, was kann ich für dich tun? Verlass dich auf mich, ich melde mich dort umgehend. Moin, Shinny, wie ist es? Wir sehen uns in Kürze in den Höhlen, Anwärter. Moin, Shinny, altes Haus. Klar, kann ich machen. Warum hat er nur ein Rüstungsteil? Ich komme aus Ohio. Meine Eltern haben vor dem Krieg für die Regierung gearbeitet. Als ich von der Bruderschaft erfuhr und davon, wie sie die Welt beschützt, wollte ich meine Pflicht tun. Ich wollte den Anteil wiedergutmachen, den meine Eltern an dieser Katastrophe hatten. Das ist eine enorme Verantwortung, also habe ich kaum Zeit für anderes.
Meine Ausbildung ist wichtig, wenn ich ein Ritter werden will. Irgendwie gehen sie mir mittlerweile... irgendwie gehen sie mir mittlerweile... Meinungen zu anderen Rekruten stehen mir nicht zu. Ich ein bisschen auf den Sack. Ramanis und Ritter mit ihrer... Trotzdem hoffe ich, dass Anwärterin Houston die Unterstützung erhält, die sie benötigt. Das Alter, wenn das so weitergeht, mache ich heute die 100 Abonnenten voll auf meinem Zweitkanal. Was ist denn da los? Ich hab mal geguckt. Ich bin jetzt nicht bekommen. 88 habe ich jetzt. 88. Erstmal die ganzen Schutzhelme klauen, dass die BG hier den Laden zumacht, weil keine Schutzhelme da sind. Wieder eine Mission. Guck dir mal ihn hier an. Ich bin es hier langsam leid. Hallo. Guck dir mal ihn hier an. Steht hier einfach und raucht. Da gibt es nicht viel. Ich wurde geboren, nachdem die Bomben gefallen waren. Also kenne ich nur diese Welt. Meine Eltern und ich gingen nach Foundation, um ein... Junge, du, ich glaube, wir das hält mich überhaupt nicht, was du laberst. Da unten muss ich... Mach die scheiß Tür auf! Was soll der Scheiß? Will da rein? Schon wieder Putzdienst? Ritter Shin hat es auf mich abgesehen. Oh, da war ich, Junge. Du gehst mir auf den Sack. Ich glaube, ich bin hier falsch. Warte mal, da geht eine Treppe hoch. Ich glaube, ich bin hier richtig. Nee, ich glaube, ich bin da falsch. Ah! Ich habe einen Orientierungssinn. Achso, das war die Tür, die wir eben nicht aufgekriegt haben. Die ist doch da. Hey? Nicht dumm? Ja, ich bin dumm, ich weiß. Es war eine rhetorische Frage. Manchmal ein Orientierungssinn. Die ist nur eine Etage hier unter mir. Trader macht schon wieder Ärger. Ist da irgendwo? Wir müssen etwas gegen sie tun. Ah, warte mal, hier geht's da unten. Guck mal, rote Farbe. Was macht die? Die ist rot. Ah, hi, ja, ich hab dich gesucht. Aber oh, hier war ich noch gar nicht. Was, wenn sie mich verlassen hat? Oh Gott, schleich dich doch nicht so an.
An einem Ort, der die Kontrolle der Bruderschaft so lange in... Was, Ritter Shin? Eine Mission? Ich? Das muss ein Fehler sein. Oh Gott. Ich dachte, er hasst mich. Hat er dich nicht geschickt, um mich, zu entlassen oder so? Ich? Gute Frage. Naja, ich, hab doch relativ jung, als er rekrutiert wurde. Und ich schätze, er hat mich empfohlen. In Medizin bin ich gut. Wirklich. Verpeilt passt, bin ich ja auch. Wir haben jede Menge Leute gerettet und... vergiss, was ich gesagt habe. Ich weiß es nicht. Ich gebe einfach mein Bestes. Auch ein Anwärter und ein toller Arzt. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Ich glaube, er sucht einen Ort, um mal ein bisschen von vor wegzukommen. Also, nicht, dass es ihm hier nicht gefallen würde oder so. Jeder braucht mal Zeit für sich. Oder? Ich höre lieber auf zu reden. Mensch, was Freitag gibt's schon wieder Geld. Kann ich wieder Geld ausgeben für Warhammer? Ich kann gar nicht mit Kindern reden. Ich sollte nachsehen, ob irgendjemand Hilfe. Ich habe es bestimmt noch schlimmer gemacht. Kennst du Marsha? Sie ist keine Anwärterin, aber mit Max bei der Bruderschaft. Es sind Geschwister. Marsha ist offenbar seit Tagen weg und ich habe Max gesagt, dass alles gut wird, aber ich weiß es wirklich nicht. Dafür, dass das so eine strenge Armee ist, was auch immer, oder Bruderschaft, sieht es da ganz schön dreckig aus, ey. Guck dir das mal an, wie es da aussieht. Oben steht überall Alkohol rum, da ist alles dreckiges Geschirr. Okay, kein das Grund, nervös zu sein. Ich werde nur auf meinen ersten... Warum ist da unten ein Hund in der Apfel? Ich habe da noch keinen Hund gesehen. Ich weiß nicht, was ich tue. Und ich werde es auch in seiner Gegenwart nicht wissen. Also werde ich wohl nicht nur sterben, sondern auch noch dumm dastehen. Und ich muss aufhören. Ja. Also das hätten sie ein bisschen realistischer machen sollen, weil was machst du als erstes, oder was machst du, wenn du deine Unterkunft so gefunden hast? Du wirst sie doch nicht in so einem Zustand lassen. Du wirst doch gucken, dass du alles aufräumst, dass du weißt, was du hast und dass gar nicht so ein Müll entsteht, oder? Ich bin es hier langsam leid. Ritter Shins Liebling? Er macht in der Kaserne... Dass du da nicht renovierst, ist klar. Aber... Nicht, dass ich ihn beobachte. Er macht mir nur... naja... irgendwie Angst. Irgendwie ist er all das, was ich nicht bin. Das kann nicht sein. Okay. Mir wird schlecht. Moment, ich muss meine Waffe holen. Und Munition. Ich habe bisher nur auf dem Schießstand benutzt. Ja, die muss das ja... Es muss ja auch Unteroffiziere geben, die sich um sowas kümmern. Ist ja... Weißt du? Es muss ja, es gibt ja zwischen Paladin, es gibt ja noch Ritter und so. Es muss ja eben auch, guck mal, wie das hier aussieht so. Warum sind hier Akten? Warum ist hier ein Topf mit irgendwas drin? Ich gerade so hoch reingeguckt habe, ey. Also, sorry, aber... Es muss ja Unteroffiziere geben. Das ist ja nicht so, dass sich die Chefs darum kümmern oder die Offiziere. Dafür gibt es ja die Unteroffiziere. Unter mir würde das anders laufen. Zwei Entwürfe und die Anwärter wissen nicht, auf wen sie hören sollen. So kann das nicht weitergehen. Unter mir würde das anders laufen. Das könnt ihr aber wissen. Hoffentlich gibt es bald wieder eine Mission. Ich bin es hier langsam leid. Jemand hat seine Waffe schon wieder nicht ordnungsgemäß zurückgelegt. Ja, aber es wird ja doch Unteroffiziere geben. Es wird ja nicht nur Anwärter und die zwei hohen Tiere geben. Dazwischen gibt es ja auch noch was. Es gibt ja Anwärter, es gibt ja Ritter und es gibt Paladine. Oder? Also es wird ja noch jemand dazwischen geben. Und wenn nicht, dann beförderst du jemanden dazu. Und sagst dem hier, das ist jetzt dein Auftrag. Jemanden, der gute Arbeit bisher geleistet hat. Zum Beispiel mich. Dann delegierst du. Du musst delegieren können. Dann klappt das auch. Hast du schon deinen Ingame-Weihnachtsbaum geschmückt?
Guck mal, ich habe den schon geschmückt. Mehr weihnachtlich wird's bei mir nicht. Du wirst Fahnder, Ritter, dann räumen die Land mal. Ich würde da sowas als, aber Junge. Die heult doch die ganze Zeit rum da. Die stehen doch rum und qualmen und so. Das wird es bei mir nicht geben. 8 Stunden lang. Bumm, halbe Stunde Pause. Da wird den ganzen Tag geputzt. Und dann gibt es einen Putzdienstplan, dass jeder für irgendwas zuständig ist. Hallo. Ich werde zwar nie wieder Dünger brauchen, aber nicht so viel davon habe. Wer will in den Hintern getreten werden? Geht mit ihm jetzt auf einmal hier? Ich habe leider noch nicht allen Schmuck dafür. Aber weihnachtlicher wird's bei mir nicht. Definitiv nicht. Besser Weihnachten. Tickets. Ja, ich hab nur so 2-3 Skins, also ich hab nicht viel. Die habe ich dran gehangen, aber das, was ich hatte, habe ich dran gehangen. Ich habe jetzt alle Bären leider schon. Alles an Profitabilität aus seinen Arbeitern herauszupressen. Ausgezeichnet. Boss, haben Sie kurz Zeit? Sicher, Bill. Kommen Sie rein. Diese Qualitätsberichte übersteigen alle Erwartungen. Freuen Sie sich schon mal auf einen dicken Weihnachtsbonus. Klingt toll, Boss. Aber mir ist unten in der Produktion aufgefallen, dass die Plutoniumabschirmung etwas zu stark beansprucht wird. Ich habe letzte Nacht angeordnet, dass das Band dort 20% schneller läuft. Das klappt schon. Nun, das klappt schon. Berühmte letzte Worte. Das aber klappt schon. Nicht werden haben. Ach, kommen Sie. Noch mehr Bären. Das Spielzeug. Verstehen Sie? Für die Arbeiter ist das aber ein sehr hohes Risiko. Die werden sich bei mir bedanken, wenn sie ihren Bonus bekommen. Ohne Geld kommt man nicht. Warnung. Versagen der Abschirmung. Sag ja, das klappt schon. Die Kernabschirmung ist gerissen. Wir müssen weg hier. Kommen Sie, verschwinden wir. Was ist mit den Männern am Band? Für die armen Teufel können wir nichts mehr tun. Hoffen wir, dass wenigstens wir es schaffen.
Es wird knapp, ich habe nur noch den und kaum noch Munition. Es wird lustig werden. Ach komm, ich gehe noch mal einmal ins Camp zurück. Kann ja hier wieder hin zurück. Schatz, wir sind zu Hause. Bist du wach? Schatz ist mutiert. Willkommen zu Hause, Ma'am. Ihrem Mann geht es schon viel besser. Die Strahlenbelastung ist zurückgegangen, wie der Doktor sagte. Wunderbar. Danke, Godrich. Godrich, schau mal, meine neue Spielzeugpistole. Ist die nicht toll? Ein wahres Wunder, Master. Kleiner Tipp zum Aufstellen auf dem Dach von echt? Übrigens, Ma'am. Mr. Richard hat wieder einen ordentlichen Appetit entwickelt. Liegt im perfekter Kuchen. Seit dem Mittagessen hat er schon zweimal gegessen. Und er scheint immer noch Hunger zu haben. Seit dem Mittagessen hat er schon zweimal gegessen. Ein gutes Zeichen. Ja, das sind wirklich gute Neuigkeiten. Bist du das, Schatz? Sag mal, hast du Steaks mitgebracht? Wie ich erwähnte, hat er jedes Steak, jedes Fleischbällchen und jede Wurst verputzt, Ma'am. Meine Güte! Tut mir leid, Schatz. Ich gehe morgen zum Metzger. Er ist sehr beharrlich, oder? Ja, Ma'am. Sehr. Leider stimmt aber nicht alles mit dem Familienoberhaupt der Moors. Schalten Sie nächste Woche wieder ein und erleben Sie das spannende Ende von... Der Film. Wir gehen gerade ein bisschen die Fusionskerne aus. Warum das denn? Die leer sind, gehen die kaputt? Nee, oder? Oh, gut, dass wir hier sind. Oh, die mich erschreckt, die Alte. Junge, hat die mich erschreckt. Aber sind die dann im Leer im Inventar oder verschwinden die dann, wenn die leer sind? Weil ich habe so das Gefühl, dass die... Ich habe jetzt 3-4 verbraucht, aber ich hatte jetzt keine leeren im Inventar. Dachte mir, okay, dann sind die auf 0 und dann kann ich sie wieder laden, aber so wie es aussieht, sind die dann komplett weg. Also muss ich da aufpassen, dass die wirklich immer austausche. Komplett leer sind, dann okay. Als mich das nicht getäuscht gerade. Gut. Immer dran denken, ja. Ich muss dann. Ich hatte mal 15 Stück, jetzt habe ich nur noch 4-5. Ich hatte so viele, dass ich sogar verkauft habe. Da jetzt alle da sind, gehen wir den Plan durch.
Foundation hat Supermutantenangriffe gemeldet, die möglicherweise hier ihren Ursprung haben. Wir sollten herausfinden, ob das begründet ist. Und falls ja, die Gefahr ausschalten. Wir rücken Informationen. Ich habe die teilweise sogar oben in die Kiste von Vault 79 da oben zum Verschenken reingepackt, weil ich so viele hatte. Klar. So bereit, wie es geht. Ausrücken. Lass mich einfach vorne weggehen. Ich kümmere mich schon. Macht das ja schon easy. Warte hier kurz. Ja, ich verschenke die mal. Ich pack die mal oben auf die. Ich will mit dem. Ich pack die mal oben in die Vault 79 Kiste. Hier sind ganz normale Wildtiere. Die hätten die Supermutanten bestimmt beseitigt. Gut gesagt. Gehen wir weiter. Hey, wir könnten doch ein Foto machen. Die Ford Atlas Höhlenforscher, immer bereit. Konzentration, Houston. Wir haben keine Zeit für Scherze. Norland hat recht. Folge seinem Beispiel. Okay, tut mir leid. Egal. Ja, ja, ist ja auch so gedacht. Das habe ich mir auch schon gedacht. Voll die Rüstung, die beiden Armschutz. Also. Deswegen gehe ich lieber vorne weg und beschütze die Kleine. Heißt, da kommt mein Schützerinstinkt wieder vor aus. Floater, ich hasse Floater. Stellen wir uns neu auf. Okay, du jetzt links, ich rechts und die anderen in die Mitte, oder was? Was ist hier eigentlich? Muss ich schon wieder mit dem quatschen? Ey, sag mal. Junge, ist der nervig. Scheint eine Sackgasse zu sein. Woher kommt das... woher kommt der Strom? Spuren hinterlassen. Für die Lampen. Was kannst du zu dem Ort sagen? Wahrscheinlich sind also noch Mutanten in der Nähe. Guter Einwurf, Anwärter. Suchen wir den Raum gründlich ab. Vielleicht kommen wir irgendwo weiter. Ich übernehme die andere Seite. Gute Initiative, Norland. Ihr restlichen beiden bleibt zusammen und sucht das Gebiet ab. Lasst nichts aus. Eine effektive Erkundung kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Genau. Ich gebe mein Bestes. Ich werde gründlich sein, Ritter. Sir. Ich mag sie. Oh, guck mal hier. Vorsicht, da ist Dynamit. Ich meine, ich vertraue dir ja, aber sollte man wohl lieber nicht anfassen. Oh, steht noch mit. Keine Ahnung, was sie meint. Die Wand ist hier eingestürzt. Hoffentlich passiert uns das nicht. Mit richtigen Werkzeugen. Na, jemand hat seine Schaufel vergessen. Könnte nützlich sein. Richtige Werkzeug.
Können wir eine Schaufel da benutzen? Moment! 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 Hat denn ich eben irgendwas hier von Dynamit gesagt? In der Wand dort drüben ist ein Riss. Guck mal, da ist ein Bärchen da hinten. Da waren Bärchen. Irgendwas zu melden? Nicht viel. Deswegen bin ich nur Anwärter. Wir sollten vorsichtig sein. Eine falsche Bewegung und wir könnten alle da drin festsitzen. Ich vermute, es gibt noch mehr zu sehen. Hey Laura! Hast du noch was gefunden? Verstehe. Dann schicke ich vielleicht die anderen voraus. Verstanden. Mal herhören. Wir müssen so viel wie möglich schaffen. Und die Bedrohung bisher war nur minimal. Anwärter Norland und Houston, versucht euch durch die Spalte zu zwängen und berichtet, was auf der anderen Seite ist. Anwärter Norland, du gehst voraus. Bleib in Funkkontakt und zieh dich zurück, wenn du auf Gefahren triffst. Auch wenn du unbedingt der Bruderschaft dienen willst, ein guter Soldat muss seine Grenzen kennen. Ausrücken. Was leide ich eigentlich als Flattern, an Stresstrauma? Ich werde die Bruderschaft mit Stolz erfüllen, Sir. Ich bin ja komplett kaputt. Allein. Oh, ey, ist mir auch gerade festgestellt, der passt da mega gut hin gerade. Ich meine, jawohl. Ist mir auch gerade aufgefallen. Boah, ich muss eigentlich ein bisschen weiter nach da sitzen. Den Felssturz weg. Ich würde nach einem Werkzeug suchen. Lieber nichts, womit man was kaputt macht. Wenn wir Glück haben, können wir die Steine sogar mit der Hand wegräumen. Als Vorgesetzter muss ich für Ihre Sicherheit sorgen. Außerdem ist das Houstons erste Mission außerhalb von Fort Atlas. Ich bin verantwortlich für ihren Erfolg. Jetzt sieht man mich nicht mehr. Ich bin versteckt. Norland ist höchst kompetent. Ich vertraue darauf, dass er mit jeder Situation umgehen kann. Wie geht's dir, Laura? Aber nach dem, was wir gesehen haben, dürfte es keine bedeutenden Gefahren geben. Übrigens, die Mütze macht sehr, sehr viel Freude. Gestern mit in der Apotheke damit reingelaufen, die haben alle, die ganzen Apotheken, Frauen haben alle gelacht. Wir hier alle unbeschadet wieder raus. Gut, müde. Ich werde, glaube mich gleich nochmal ein Stündchen hinlegen, weil ich morgen arbeiten oder heute Abend arbeiten muss. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Willst du etwa, dass die Decke vor uns einstürzt? Wieso, Steine sind doch weg. Reg dich nicht auf. Licht, da ist ein Licht. Was sind das denn für welche? Entkomm. Was sind das denn für welche? Und warum haben die nichts an? Für die Bruderschaft. Außer Höschen. Aber schicke Unterhose haben sie an. Schickes Unterhöschen haben sie an. Wir werten das als Zustimmung. Du krank oder jemand anders krank? Ist ja eben ein paar Lädchen. Ich muss eigentlich auch mal einkaufen, als mache ich ja auf Arbeit. Ist ja schön, dass wir direkt neben der Arbeit einen Lidl haben. Oder morgen früh nach der Arbeit. Vielleicht sinnvoller ist. Dozent krank. Okay. Oh, gut für dich.
Ah, ich soll schon wieder mit dem Vogel sprechen. Ey. Junge. Ich sollte mal lesen, um was es hier geht. Der Typ geht mir so ganz dezent auf den Sack. Die Mutanten müssen nach den Angriffen in die Falle geraten sein. Wenn der Durchgang sich schlängelt, könnten Norland und Houston in Schwierigkeiten sein. Ich könnte schon längst dort sein, wenn ich nicht... Stimmt, das hätte sie. Und ich hätte das Gleiche tun sollen. Ich habe voreilig angenommen, dass es sicher wäre. Wir müssen alles tun, um dafür zu sorgen, dass die Anwärter nicht den Preis dafür bezahlen. Moment, da kommt eine Nachricht. Wir müssen sie finden. Ausrücken! Der Typ geht mir so hart auf den... Es macht überhaupt keinen Sinn, was der sagt. Ausrücken! Und dann heißt es aus... Wir müssen sie finden. Ausführung. Ich soll schon wieder mit ihm sprechen? Oh. Der sieht tot aus. Das hätte nicht sein dürfen. Deine Schuld. Norland war selbstsicher. Vielleicht zu sehr. Nee, ist deine Schuld. Fehler hat er vielleicht versucht zu kämpfen. Nein, ist deine Schuld. Sie hätte... Ich trage die Verantwortung. Ich habe mir geschworen, das nie wieder zuzulassen. Das ist nicht dein Problem, Anwärter. Du und Ramani habt mich schon abgeschrieben. Also dürfte sich deine Meinung nicht geändert haben. Aber ich bin gerade nicht wichtig. Wir müssen Anwärterin Houston finden. Als wir bei der Expedition gegen die Raider kämpften, als wir Ritter Connors und so viele andere verloren, meine Entscheidungen hatten einen Anteil daran. Ich habe geschworen, nie wieder so einen Fehler zu machen. Nie wieder auf diese Weise Leute zu verlieren. Ich tue alles für das Wohl der Menschen. Ich will für eine sichere Gesellschaft sorgen, in der man Seite an Seite leben und arbeiten kann. Aber das nutzt nichts, wenn ich nicht die beschützen kann, die an mich glauben. Ich muss ihnen gerecht werden. Ich versuche nicht, dich umzustimmen. Wenn ich meine Absicht nicht unter Beweis stellen kann, muss ich das ändern. Und genau das werde ich in Zukunft auch tun. Houston kann nicht weit sein. Such nach einer Spur. Versteckter Riss. So versteckt war er nicht. Und selbst ich ihn finde. Anwärterin Houston. Ich glaube, die ist traumatisiert. Beweg dich mal. Deine Rüstung hält die Explosion aus. Kopf runter. Was? Nein, nicht. Was für ein Idiot. Unmöglich, das ist alles meinetwegen passiert. Ich laufe nicht mehr weg. Nein. Mensch, Falle. Sterb. Was ein Idiot. Da sind noch mehr Mutanten. Wir müssen kämpfen. Wo sind sie? Die sehen sehr seltsam aus mit ihren Schlüppis und den hohen Stiefeln.
Ja, die Waffe ist für sowas. Ist die Waffe nicht gut genug? Du schaffst das. Guck mal, du hast es geschafft. Einer ist tot. Komm, schaffst du. Mach. Schieß. Los. Jawohl. Ich bin stolz auf dich. Oh, drei. Will ich wissen, was für ein komischer... Haut der erst mit einer Holzplanke auf meine Rüstung. Guck mal, ich mach... Ich brutzel den mal ein bisschen für dich an. Ja, das schaffst du, komm. Komm. Los noch. Jawohl, super. Ich stehe direkt hinter dir. Ja, halt. Los, komm. Ja, das schaffst du. Komm, schieß, Erika. Schieß. Guck mal. Ja, komm, nochmal. Nochmal. Nochmal, jawoll. Noch einer. Ich bin so stolz auf dich, Erika. Du liegst hier nur faul rum, oder was? Wieso hörst du schon wieder Hühner? Chicken Nuggets. Hm. Noch mehr Chicken Nuggets. Dir geht's hier eigentlich nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich bin hier so in der Küche von denen gelandet. Liegst aber auch ziemlich sexy, also so, ne? Keine Sorge. Die Powerrüstung ist nicht nur zur Show da. Du bist schwer verletzt. Ohne die Powerrüstung wärst du jetzt tot. Es tut mir leid. Keine Zeit für Entschuldigungen. Setz ein, was du gelernt hast. Genau. Du hast recht. Ich muss mir deine Werte ansehen. Das darf uns nicht von der Mission ablenken. Während Houston beschäftigt ist, musst du das Gebiet absuchen und herausfinden, ob die Angriffe von hier ausgehen. Das waren wohl noch nicht unsere letzten Mutanten. Ich kann tödliche Verwundungen sehr gut erkennen. Die hier sind meistens tödlich. Und es ist besser, wenn mich Houston behandelt, bevor wir zurück ins Fort marschieren. Sei gründlich. Das ganze Blut könnte etwas Wichtiges verdecken.